Willkommen. Stockholm. 1975. Das internationale Jahr der Frau wurde von der UNO-Generalversammlung ausgerufen. In diesem Jahr richtet die Vereinten Nationen erstmal zum Internationalen Frauentag am 18. März eine Feier aus. Auf dem 24. März gewinnt Ingemar Stenmark von Schweden Slalom und Grand Slalom Cup der Saison-Weltmeisterschaft im alpinen Skisport zusammenfasst. Stockholm fährt die ganze Schweden, aber nur einen Monat später ändert das Glück in Angst. Wir haben einen Mann, wie das sind, getroffen. Ja, hallo, mein Name ist Johann Stenberg und ich bin 68 Jahre alt. Ich habe 30 Jahre bei der Polizei gearbeitet. Johann Stenberg, 68 Jahre alt, früher Kriminalkommissar bei der Polizei in Stockholm. Zuerst hatte ich als ein einfacher Polizist in der Straße gearbeitet, aber in den letzten 11 Jahren habe ich als ein Kriminalkommissar gearbeitet. Und das machte sehr Spaß. Der Tag, ich erinnere mich noch genau an den Tag. Es war ein warmer Tag im April, den 24. April, glaube ich. Und vor dem ersten Anruf hatte ich und mein Kollege Stefan Schwarz ein Fika gehabt. Das war ja ziemlich schön, den Tag mit einem Milchkaffee anzufangen, natürlich. Naja, zurück zum Thema. Stefan und ich haben den ersten Anruf 20 Minuten vor 12 bekommen. Und das war schon ein großer Schock, wenn wir den Anruf gehört haben. Stockholm, 24. April 1975, 13 Minuten bis 12 Uhr. Zu dem deutschen Botschaft am Skarpegatan 9 kommen zwei junge Männer. Ich habe meinen Pass verloren. Ich brauche ein Ersatzdokument, sagt einer. Erste Etage, die Konsularabteilung, sagt der Mann hinter der Scheibe und öffnet die Tür. Diese zwei Männer sind Mitglieder in der Rote Armee-Fraktion, eine linksextremistische terroristische Organisation in der Bundesrepublik Deutschland. Die Gruppe, die sich zu dem Überfall bekannte, nannte sich Kommando Holger Mainz, nach dem in Hungerstreik verstorbenen Terroristen Mainz. Entschuldigung, Sie müssen... Okay, ich bin fertig. Heute sollen wir neue Menschen werden. Wir müssen diese Sachen für die Zukunft und uns der Familie machen. Wie sollst du es machen? Nur mit brutalen Methoden? Willst du eigentlich einen Killer werden? Ja, aber sehr wichtig ist. Unsere Gesellschaft ist kaputt. Aber ich glaube, dass wir es lösen können. Heute sollen alle Teile sehr gut werden. Aber du kannst ein Kriminell werden. Was denkst du, dass deine Familie sagt? Keine Ahnung. Aber es ist mir egal. Heute kann ich vielleicht ein bisschen Spaß haben. Und hoffentlich können unsere Organisation, die RAF, weit leben. Aufenthalt! Hört zu! Ich bin bewaffnet. Am ersten müssen wir vielleicht einige Gesellen haben. Du und du, komm, kommen Sie mit. Sie müssen verstehen, dass ich habe einen Wunsch habe. Mein Name ist Ulrich Wessel. Ich bin 31 Jahre alt. Ich hatte Freunde, die sehr wichtig für mich sind. Kennen Sie die RAF? Oder die Rote Armee-Fraktion? Wie man kann auch sagen. Mein Wunsch ist, dass meine Freunde Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensling und Jarka Röspe sollen freilassen werden. Können Sie es nicht lösen? Will unser Tag lang, traurig und ganz blutig werden? Danach sollen wir nicht verfolgen bei der Polizei werden. Sind wir zustimmen? Gut!
Ja, also ich und 15 andere Polizisten sind sehr schnell zur Ambassade gefahren, natürlich. Und die Auskunft, die wir bekommen haben, war, dass es 6 Terroristen gab. Hanna Krabbe, Karl-Heinz Delvo, Lutz Taufer, Bernhard Rössner, Ulrich Wessel und Siegfried Hausner. Und diese Personen haben also 12 Geiseln genommen. Die Terroristen drohten, sie würden Geiseln erschießen, wenn die schwedische Polizei bis 14 Uhr nicht das Untergeschoss der Botschaft verlassen würde. Und ja, die Polizisten sind aber in der Botschaft geblieben und Karl-Heinz Delvo hat dann 2 Geiseln erschossen. Die Lage war sehr ernst, natürlich. Also wir mussten mit großem Mut agieren. Große Mut. Wenn die Vereinbarung mit der Polizei noch nicht klar war, haben wir geschlossen, dass wir waren ernst. Hatte ich mit einer Pistole gegen den Kopf geschossen. 2 Menschen starben. Das waren Andreas von Mirbach, das Militär, und Heinz Hillegard, der Handler. Plötzlich, ein großer Fehl hatte passiert. Etwas hatte geblasen. Wir hören Explosions und wir rennen aus, weil es unsere einzige Entscheidung war. Dort wurden wir schon von der Polizei erwischen. Wir waren festgefahren. Ich treffe mit Ulrich Wessel, einer der Kommandos, das über Befehl der deutschen Botschaft in Stockholm. Dies ist sein erstes Verhalten seit die Geiseldrama und Ulrich haben einem Interview teilgenommen. Wir treffen uns in einem Café im Zentrum von Stockholm. Sagen bitte, wie sind die Gedanken in den letzten 40 Jahren gegangen? Also, es ist schwer zu vergessen. Ich glaube, dass es ist mehr traumatischer für mich heute, als es war dann. Ich war jung, ich sah kurz und ich war ganz dumm. Hattest du Angst? Wie meinst du? Ich verstehe nicht. Ja, während des Polizeisturms, die Angst zu sterben. Klar hatte ich Angst. Aber ich hatte Menschen getötet. Ich wollte nicht dabei sein, aber ich war da. Ich habe es verdient. Also stand ich stolz und erkannte die Kriminalität, das ich hatte gemacht. Heute kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich alles bereue. Ich brauchte Zeit, um überzukommen. 20 Jahre, das ist lang. Jeden Tag dachte ich über das Ereignis. Ich fühlte schlecht und trauerte. Ich hatte Mitleid mit mir selbst. Aber einen Tag verstehe ich, dass ich musste über mir selbst stolz sein. Und nur dann kann ich weiterleben. Okay, so du bereutest das Attentat? Ja, viel. Okay, danke. So, dann passiert ein interessantes Ding. Um 20 Uhr beschloss Bundeskanzler Helmut Schmidt, nicht auf die Forderungen der Terroristen einzugehen. Und Schmidt eröffnete eine Zusammenkunft seines Krisenstabes mit den Worten: Meine Herren, mein ganzer Instinkt sagt mir, dass wir hier nicht nachgeben dürfen. Und das war ja eine sehr starke Aussage, finde ich. Aber dann habe es passiert. Den großen Knall. Lägg ut! 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 Ja, här är nu ambassadbyggnaden. Alldeles nyss hördes en våldsam detonation och det brinner fortfarande upp runt i den amerikanska ambassaden vi ser där uppe. Och det brinner fortfarande. Och, 46 minuter nach 11 exploderade det sprängstoff. Vi har alla en kleine chock bekommen, als vi var 30 meter för explosion. Die 4 überlebenden Terroristen
wurde im Juli 1977 vom Oberlandesgericht Düsseldorf zu zweimal lebenslange Freiheitsstrafen wegen gemeinschaftlicher Mörder in zwei Fällen sowie Geiselnahme verurteilt. Sie wurden schließlich begnadigt und in den 1994 bis 1996 Jahren veröffentlicht. Aber das ist eine ganz andere Erzählung.